So, die erste Reise von AIDA Blue ist beendet. Der Neustart ist geglückt. AIDA Blue befindet sich inzwischen auf der zweiten Reise in Italien, auch wenn die Route inzwischen ein bisschen geändert wurde. Und am kommenden Sonntag startet dann als nächstes AIDA Mar auf den Kanaren. Ja, die erste Reise ist vorbei. Was ist jetzt auf dem Schiff eigentlich anders gewesen, als es vor Corona war? Das wollen wir uns mal so ein bisschen angucken. Und dann werden wir feststellen, so richtig viel ist es gar nicht gewesen. Das sind so zwei, drei größere Sachen und der Rest sind eigentlich Kleinigkeiten. Als erstes mal, das Schiff fährt unter Corona-Bedingungen. Das heißt, es ist erstmal alles das auf dem Schiff zu tun, was auch zu Hause zu tun wäre. Nämlich in erster Regel oder in erster Linie mal die AHA-Regel einzuhalten. Das heißt, den Abstand von 1,50 Meter. Das heißt also, dass entsprechend eine Hygiene einzuhalten ist, die Hände regelmäßig gewaschen werden sollen, vor dem Betreten von Restaurants und Shops zu desinfizieren sind. Und natürlich, dass in den Innenbereichen die Maske zu tragen ist. Ausgenommen hiervon sind die Restaurants und die Bars. Das heißt, wenn man dort dann an seinem Tisch sitzt, dann kann man die Maske abnehmen und ja, ganz normal ohne Maske da sitzen. Ansonsten, wenn man sich auf dem Schiff bewegt, wenn man im Aufzug steht oder auch wenn man auf dem Pooldeck ist und es ist dann ein bisschen enger, zum Beispiel beim Auslaufen, dann sollte man auch dort eine Maske tragen. Wenn man so tagsüber übers Pooldeck geht oder Pool selber ist, dann ist die Maske natürlich nicht notwendig. Ja, der Aufenthalt von Personen im Aufzug ist begrenzt. Da sollen also maximal drei Leute rein. In den Whirlpool soll man nur alleine rein oder zusammen mit seiner eigenen Familie. Auch am Tisch sollte man idealerweise nur im Familienverbund oder mit seiner Reisebegleitung sitzen. Wobei es aber grundsätzlich natürlich schon möglich ist, auch mit jemand anderem zusammenzusitzen. Das wird halt dann entsprechend mitgetrackt, sodass also dann eine Kontaktnachverfolgung möglich wäre, wenn jemand positiv getestet wird. Und damit ist natürlich dann klar, wer war wann wo mit wem zusammen, sodass also die Möglichkeit besteht, eventuelle Übertragungen festzustellen. Ja, die Seenotrettungsübung ist anders. Die gibt es in der hergebrachten Form nämlich nicht, sondern das sind kleine Einweisungen in kleinen Gruppen. Das heißt, wenn man an Bord kommt, dann geht man auf die Kabine, holt seine Rettungsweste, geht dann zu seiner Musterstation und findet dann auf Deck 5 auf jeder Seite zwei, ich sag mal, Einweisungsstationen, wo dann eine Kurzanweisung durch die Crew gegeben wird, wie die Rettungsweste anzulegen ist und was in einer Notfallsituation zu tun ist. Das ist also eine Sache von wenigen Minuten. Man steht da nicht mehr mit Tausenden von Menschen eine halbe Stunde irgendwo rum. Das ist also deutlich schöner, als es vor Corona war. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass man das beibehalten sollte, wenn dann die akute Phase jetzt mal hier vorbei ist. Ja, was ist noch neu? Neu sind natürlich die Corona-Tests. Ich sage Tests, weil einen muss jeder machen, nämlich 3 Tage vor Abreise in einer Helios-Klinik. Wenn dieser Test negativ ist, dann kann man anreisen. Wenn er positiv sein sollte, dann kann man natürlich an der Kreuzfahrt nicht teilnehmen. Tests deshalb, weil es für die meisten inzwischen wohl noch einen zweiten Test gibt, und zwar einen Antigen-Schnelltest beim Check-in. Der wird immer dann gemacht, wenn jemand in den letzten 14 Tagen in einem Risikoland war oder sich in einem Risikogebiet aufgehalten hat. Ja, inzwischen ist ja mehr oder weniger fast ganz Deutschland Risikogebiet, so dass im Prinzip für die meisten Anreisenden inzwischen dieser zweite Test direkt vorm Check-in notwendig ist. Da muss man dann ungefähr 90 Minuten nochmal im Terminal auf das Ergebnis warten. Ist das dann negativ, kann man an Bord und der Urlaub kann beginnen. Ja, ansonsten ist das Thema Corona an Bord nicht sonderlich ausgeprägt. Man hat noch die Möglichkeit der freiwilligen Temperaturmessung gehabt. Auf Deck 11 war hierfür eine Messstation aufgebaut, sodass man bei Temperatur, einer Körpertemperatur über 37,5 Grad sich dann im Hospital melden konnte. So wie ich gehört habe, ist das ab der zweiten Reise jetzt eine tägliche verpflichtende Übung. Das heißt also, man muss auch mal täglich in die Anytime Bar zum Temperaturcheck. Das ist es dann aber auch schon gewesen. Alles andere, was man so an Bord gemacht hat, ist nicht viel anders gewesen als vorher auch. Wobei das natürlich nicht ganz stimmt. Insbesondere im Bereich des Essen und Trinkens hat sich natürlich schon was geändert. Ich habe dazu ein sehr ausführliches Video gemacht, auch das verlinke ich nochmal.
Die größte Änderung ist, dass die Buffet-Restaurants jetzt Bedienrestaurants sind. Das heißt, nirgendwo auf dem Schiff kann man sich am Buffet bedienen. Man wird am Platz bedient. Es gibt hierfür eine Menükarte mit mehreren Gerichten zur Auswahl. Das funktioniert sehr gut, muss man sagen. Man darf nicht vergessen, das komplette Konzept von AIDA war ja im Wesentlichen auf Buffet-Restaurants aufgebaut. Das heißt, die Küchen sind darauf eingerichtet, die Kellner waren im Prinzip darauf eingerichtet. Das heißt, die Kellner haben die Tische abgeräumt, müssten sich jetzt im Prinzip neu orientieren, denn jetzt müssen Bestellungen aufgenommen werden. Da sind dann Sonderwünsche eventuell dabei. Es muss an den Tisch gebracht werden. Also da ist in der Tat, ich sag mal, sehr viel Veränderung notwendig gewesen. Die hat aber sehr, sehr gut geklappt. Klar, in den ersten ein, zwei Tagen gab es Anlaufschwierigkeiten, aber nachdem sich das so ein bisschen eingespielt hat, ist das sehr, sehr gut und auch sehr zügig gelaufen. Das Essen hat sehr gut geschmeckt. Die Temperatur war in Ordnung, also ich habe nichts auf dem Teller gehabt, was nicht in der richtigen Temperatur gewesen wäre. Also von der Hinsicht her muss ich sagen, das war alles einwandfrei. Klar, die Auswahl in einem Buffet-Restaurant ist natürlich eine andere. Dafür sitzt man halt gemütlich an seinem Tisch und muss nicht ständig zum Buffet rennen. Auch das ist jetzt nicht unbedingt ein Nachteil. Gucken wir in den Bereich Entertainment. Was es im Moment nicht gibt, sind große Shows mit einem großen Showensemble. Klar, da können die Abstände schlichtweg nicht eingehalten werden. Von der Hinsicht her sitzt AIDA, so wie das TUI momentan auch macht, im Wesentlichen auf Gastkünstler, auf Solokünstler, die aber auf einem sehr hohen Niveau dort Entertainment anbieten. Die normalen Angebote wie Primetime oder auch diese Spielshows wie Wer wird Millionär, Super Bingo und ähnliches, die finden wie bisher auch statt. Im Theatrium müssen halt Plätze zwischendrin freigehalten werden. Da gucken Leute der Crew, dass das auch so stattfindet. Und es muss die Maske getragen werden, weil die Abstände nach vorne und hinten halt in der Form so nicht eingehalten werden können. Aber ansonsten funktioniert das relativ problemlos. Die Shows werden oft genug wiederholt, sodass jeder die Gelegenheit hat, sich die auch in der Reise anzugucken. Ja, was es im Moment nicht gibt, ist Disco, das heißt, die Anytime ist zwar nicht geschlossen, aber dort gibt es halt eben keinen Diskothekenbetrieb, sondern der DJ ist zwar ab und zu da und spielt dann, naja, ich sag mal sowas wie eine Fahrstuhlmusik, eher so eine Lounge-Musik, jedenfalls nichts, was Party geeignet ist, weil Party, Tanzen und ähnliches momentan einfach schlichtweg nicht funktioniert. Ja, was dafür funktioniert, sind die Ausflüge. Zwar nicht wie gewohnt in Form von individuellen Landgängen, sondern halt eben in Form von geführten Ausflügen. Die kann man nur über AIDA buchen. Die sind dann aber so gestaltet, dass man nicht in Kontakt zu, ich sag mal, fremden Menschen kommen kann. Sodass also im Prinzip das Ganze in dieser immer wieder sogenannten AIDA-Blase dann stattfindet. Das heißt also, man geht gesammelt von Bord, man macht den Ausflug in seiner Gruppe und geht danach gesammelt wieder an Bord. Unterwegs können nur die Dinge gemacht werden, die vorgesehen sind. Wenn zum Beispiel ein Restaurantbesuch mittags vorgesehen ist, dann ist das Restaurant reserviert. Es sind keine anderen Gäste da, außer den AIDA-Gästen. Das heißt, man hat also dann ein Umfeld geschaffen, was dem an Bord vergleichbar ist. Damit ist es also im Prinzip auch nicht zulässig, sich von der Gruppe irgendwie abzusondern, mal in einen Souvenirshop zu gehen oder ähnliches. Wenn das doch jemand macht, und so ist das in Catania zum Beispiel geschehen, dann führt das unweigerlich dazu, dass für diesen Passagier die Reise beendet ist. Er darf nicht mehr an Bord. Das ist unschön, aber so sind nun mal die Spielregeln im Moment. Die kennt jeder, die akzeptiert jeder. Und wenn sich jemand dann nicht dran halten will, dann muss er mit den Konsequenzen leben. Es kommt immer wieder die Frage, kann man unterwegs dann trotzdem irgendwo mal ein Souvenir kaufen? Die Antwort ist relativ einfach, nein, eigentlich nicht. Schlichtweg deshalb, weil genau aus dem genannten Grund der Besuch eines Souvenirshops halt eben ein Verlassen dieser geprüften AIDA-Welt bedeuten würde. Es gibt aber durchaus Ausflüge, bei denen das dann unter Umständen möglich sein kann. Also zum Beispiel bei dem Ausflug zum Etna, den ich hatte, da hatten wir ein Mittagessen in einem Restaurant, was dann für uns reserviert war. Und an dieses Restaurant angegliedert war ein kleiner Souvenirshop. Der konnte dann natürlich in der Tat genutzt werden. Aber das sind natürlich Einzelfälle. Das hat zufällig dort gepasst. Im Regelfall wird es nicht funktionieren. Ja, ansonsten muss man sagen, ist das Schiff komplett in Betrieb.
wie gesagt, halt mit Einschränkungen, dass manche Dinge halt nur von weniger Personen genutzt werden können. Im Sportbereich ist halt im Prinzip jedes dritte Gerät nur in Betrieb. Die Geräte zwischendrin sind gesperrt, um die Abstände sicher zu halten. Der Saunabereich ist aktuell noch geschlossen. Da wird man sicherlich ein paar Fahrten erstmal testen wollen, wie das insgesamt so funktioniert, bevor man diesen Bereich dann irgendwie wieder öffnet. Und alles andere ist da und funktioniert genauso wie vorher. Genauso wie vorher ist aber auch das AIDA-Feeling da. Also dieses, naja, fühle ich mich da irgendwie wohl, fühle ich mich wie auf AIDA. Und da muss ich sagen, wenn man dann am Deck steht und die Auslaufmelodie hört, das ist nicht anders, als es vor Corona war. Das ist nach wie vor Gänsehaut-Feeling. Und das ist AIDA schon sehr gut gelungen, das entsprechend umzusetzen. Und die Änderungen, die notwendig sind, ich sag mal so moderat zu verändern, dass im Wesentlichen der Gesamteindruck einer AIDA-Reise schon noch da ist. Klar, wer sagt, naja, Buffet ist für mich schon sehr wesentlich, der wird sich auf Änderungen einstellen müssen, denn Buffet wird es auf absehbare Zeit erstmal nicht geben bei AIDA, aber alles andere ist nicht so viel anders, als es vorher auch war. Wichtig wäre in dem Zusammenhang halt einfach, dass alle, die diese Kreuzfahrt machen, wissen, dass es so ist, wie es ist, dass sie bereit sind, sich darauf einzulassen. Das Ganze kann nur funktionieren, wenn alle mitmachen. Also müssen jetzt nicht theoretisch sich Gedanken über Abstände und Maskenpflicht zu machen, wenn dann viele die Maske doch unter der Nase tragen oder den Abstand nicht einhalten. Das Ganze geht nur, wenn alle dabei sind, alle mitmachen. Meine Erfahrung aus der ersten Reise ist, das funktioniert sehr, sehr gut. Es gab wenige Einzelfälle, wo mal der eine oder andere das Ganze etwas großzügiger ausgelegt hat. Das wurde dann aber auch relativ schnell dann irgendwo korrigiert, indem dort ein Hinweis erfolgt ist. Also von der Hinsicht her kann ich nur sagen, ich habe mich da absolut sicher an Bord gefühlt. Und ich glaube auch, dass Kreuzfahrten an sich momentan eine der sichersten Urlaubsformen sind, die es gibt. Kreuzfahrten heute sind halt nicht vergleichbar mit denen von vor Corona, wo sich Tausende von Leuten irgendwo auf engem Raum getummelt haben. Heute sind es wenige Leute auf viel Raum, mit viel Abstand. Es werden zwischendrin Temperaturkontrollen gemacht. Die Crew ist in einem geschlossenen Bereich und ist nicht abends zu Hause und macht dort irgendwelche Feiern oder Partys, sondern alles ist in einem abgeschlossenen Bereich. Ich glaube, es gibt nicht viele Varianten, wie man seinen Urlaub verbringen kann, die so sicher sind, wie das momentan Kreuzfahrten sind, die nach diesem Hygiene- und Sicherheitskonzept sind. Von der Hinsicht her, sage ich mal, solange das möglich ist und solange das vom Infektionsgeschehen her darstellbar ist, spricht aus meiner Sicht nichts dagegen, eine Kreuzfahrt aktuell zu unternehmen. Ich persönlich kann nur sagen, ich habe mich jetzt also auf der Ida deutlich sicherer gefühlt, als wenn ich hier beim Aldi oder beim Rewe einkaufen gehe. Von der Hinsicht habe ich auch keine Bedenken, jetzt da demnächst wieder eine Kreuzfahrt zu machen. Ja, das mal so kurz zusammengefasst, das Fazit der ersten Reise. Ich sage einfach mal, Neustart gelungen. Aus meiner Sicht hat das alles hervorragend geklappt. Die Änderungen, die es gibt, die sind notwendig und mit denen müssen wir momentan leben. Wenn jemand sagt, damit möchte ich aber nicht leben, weil ich möchte die Zeit von vorher, der muss halt einfach warten, bis die Zeit von vorher gegebenenfalls irgendwann mal wiederkommt. Im Moment ist das die einzige Alternative, die es gibt und aus meiner Sicht ist die so, dass man die durchaus guten Gewissens machen kann.